Ja, hallo zu Inside Politics. Heute mal wieder in einem Telefon-Podcast. Hintergrund, ich spreche mit Doro Blanke von Der Wandl. Sie hat allerdings aufgrund der aktuellen Geschehnisse im Wahlkampf sehr viel in Wien zu tun, kandidiert für den Wandl, aber in der Steiermark. Und daher heute nur ein kurzer telefonischer Podcast, wo wir uns eben unterhalten, was die Partei Der Wandl will, warum es sie gibt und weshalb sie überhaupt zur Nationalratswahl antreten. Frau Blanke, herzlich willkommen bei unserer Sendung. Dankeschön. Bitte gern. Meine erste Frage, die ich jeden Gast stelle: Wer ist Doro Blanke? Wer ist Doro Blanke? Also, ich bin 58 Jahre alt, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich bin eigentlich Keramikerin und vor 5 Jahren bin ich sozusagen den ersten Flüchtlingen in meinem Leben begegnet, in Steiermark. Ich habe dann dort einen Verein gegründet. Es hat sich irgendwie intensiviert. Wir haben Refugee-Coaches installiert in mehreren Unterkünften. Wir haben Deutschkurse gegeben. Also dann ist die Frage gekommen nach der Arbeit. Und im Prinzip mache ich diese Arbeit jetzt 5 Jahre. Wir haben sehr schöne Projekte gemacht. Und es gibt halt jetzt die Tendenz, dass Syrer und Iraker, die wir betreut haben, die sind halt sozusagen alle stehen im Leben, stehen im Beruf. Und ich bin sozusagen bei den Afghanen hängen geblieben, die ja sehr einen schweren Stand in Österreich hatten im Moment im Asylverfahren. Das bin ich. Das sind Sie. Also Menschenrechtsaktivistin, Flüchtlingshelferin und das mache ich im Moment sehr intensiv. Ah ja, Sie sprechen die Menschenrechte an, das haben Sie auch in Ihrem Werbevideo gesagt. Mhm. Wie wichtig ist das eigentlich bei Ihrer aktuellen Arbeit? Ich denke, man müsste die Frage ein bisschen anders stellen, weil es wird halt sehr oft jetzt, seit wir sehr populistische Regierungsparteien gehabt haben, wird das Wort Menschenrecht immer mit Menschen auf der Flucht oder bedürftigeren Menschen verbunden. Meine Ansicht zum Menschenrecht ist sozusagen die Grundlage für gutes, friedliches Zusammenleben und gilt eigentlich für uns alle. Und sage ich jetzt auch immer, die Nationalratswahl 19 ist eigentlich die Menschenrechtswahl 19, wenn ich hier noch Klimaschutz, Bildung, Wohnung, das sind eigentlich alle die Menschenrechte. Und das wäre mir eigentlich auch sehr wichtig, dass man das den Österreichern auch wieder bewusst machen kann, dass Menschenrechte für uns alle wichtig sind. Und das ist schon richtig. Ich meine, ich habe jetzt auch in der Steiermark natürlich die Flüchtlingskrise 2015 anders erlebt als jetzt zum Beispiel Kollegen in Vorarlberg. Da war es ja so, dass man eben aufgrund dieser jeweiligen Änderungen der sogenannten Balkanroute, die ja zuerst über das Burgenland geführt wurde, dann eben über die Steiermark, über Spielfeld, doch einiges mitbekommen hat. Wir waren auch damals einige Male vor Ort und wir haben auch natürlich die Transporte um 5 Uhr in der Früh in Graz am Ostbahnhof genauso miterlebt wie eben untertags, die dann halt, wo halt Flüchtlinge, Klammer auf, nach Deutschland weitergewinkt worden sind. Natürlich war da immer die Frage, ob diese Flüchtlinge nicht zum Teil, weil Sie sprechen ja auch in Ihrem Video die Thematik mit der sogenannten Flüchtlingsursache an, zum Teil den jeweiligen eigenen Staat schwächen. Da ging es einerseits um die Debatte, dass ja dort Deserteure dabei wären, andererseits aber auch wiederum Leute, die sozusagen die Intelligenz des jeweiligen Staates ausmachen und dann in weiterer Folge deren Volkswirtschaften, sollte es zu einem Frieden kommt, langfristig schwächen, weil sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren. Also ich lebe in einer Wohngemeinschaft mit einem jungen Afghanen und einem jungen Syrer und ich muss sagen, und das ist auch etwas, was viele Menschen nämlich ganz anders betrachten, aber man muss da auch realistisch sein, die meisten jungen Menschen,
die aus ihrem Land fliehen haben müssen, würden, wenn Frieden garantiert ist, sehr gerne wieder nach Hause gehen. Ja, das ist einmal die erste Sache, die ich dazu zu sagen habe. Dann, es ist ganz richtig, dass ich immer wieder von der Bekämpfung der Fluchtursachen spreche. Das tun wir vom Wandel eigentlich bei allen Dingen, dass wir sagen, man kann keine Symptome, also man kann sich jetzt nicht mehr aufhalten mit Symptombekämpfung, sondern man muss auch mit Klimawandel, Umweltschutz, die Ursachen jetzt einmal wirklich angehen, auch für uns alle. Aber gerade in meinem Bereich, in meinem Arbeitsbereich und bei der Fluchtgeschichte ist es halt so, dass ich sage, und gerade jetzt bei Afghanistan, ja, das ist ein geopolitischer Spielball. Da Riesenmächte spielen dort Krieg, ist meine persönliche Einstellung, ja. Es wird einfach nicht aufrichtig für Frieden dort investiert, ja. Wir haben zwar den Joint Reporter Deal EU-Afghanistan, aber wenn man der Sache genau nachgeht, dann dient es ja lediglich dazu, dass man junge Afghanen von Europa sozusagen wieder zurückschicken kann. In Jahren, die da in die Hand genommen werden, die werden ja in Afghanistan nicht in Friedensprojekte investiert, sondern die verschwinden einfach bei korrupter Regierung. Es gibt keine Reintegrationsprogramme seitens von Afghanistan, überhaupt nicht. Das wissen wir aus verlässlichen Quellen. Kann ich auch gerne, wenn jemand genauer wissen möchte, mich anschreiben und würde ich zu sehr ins Detail gehen. Ja? Mhm. Aber ich denke nur immer wieder diese Frage, warum lassen wir das zu, dass die jungen Männer diese Länder verlassen, sozusagen entweder als Deserteure oder sich dann auch mal beim Elend quälen, wenn es einmal so weit kommen sollte. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte das jetzt ganz menschlich. Ja? Also wenn in unserem Land ein Krieg herrscht, für den ich gar nichts dafür kann und wir alles nicht wollen, mein Sohn will mich nicht treffen, ja. Und das muss man einfach akzeptieren. Und ich Jung hat einen schönen Spruch gegeben, was passiert, wenn Krieg ist und keiner geht hin. Ja. Und ich denke, ich verstehe jede Familie und jede Mutter und jeden jungen Mensch, der sagt, ich will mich an dem beteiligen. Und wenn auch gerade nach der Angst, dann ist das Problem noch viel größer. Ja, man muss die Waffen her, Händler von Europa mal wirklich konsequent bedenken. Man müsste diese Russland-Werke-Geschichte mal anschauen. Die NATO, ich meine, es ist ja heikel, wenn man das sagt, aber eigentlich hat die NATO dort versagt. In ein paar wenigen Tagen im Spiegel.de sieht man einen Bericht, deutsche Bundespolizei verlässt Afghanistan vor. Ja? Also es hat sich in Richtung Frieden nicht weiter bewegt. Und da können wir, finde ich, als Europäer jetzt nicht verlangen, dass die jungen Menschen in diesen Ländern bleiben und was dort den Krieg mitmachen oder getötet werden. Also ich finde, das ist eine ganz normale Sache. Aber ich wiederhole es, also ich habe mit Afghanen aus allen Bildungsschichten zu tun. Jungen Afghanen, die kommen aus Bergdörfern, waren Analphabeten, machen mittlerweile eine Lehre auf dem Sprich. Zu uns gekommen sind genauso mit Leuten, die einen Bachelor haben, die bei der NATO waren, die jetzt studieren. Die sagen durch die Bahn alle dasselbe. Wenn Frieden wäre, würde ich gerne nach Hause gehen. Sie lieben ihr Land, sie kommen nicht mehr übermitteln. Also, ich finde es einfach traurig, wenn man mit Populismus die reale Situation so verfälscht. Ja? Verstehen Sie, was ich sage? Na, das ist mir schon vollkommen klar. Ich meine, es war jetzt auch voll, ich meine, Sie sprechen das sogenannte Versagen der NATO an. Das, da würde wahrscheinlich jeder NATO-Offizier in höheren Rang sagen, was sprechen Sie da an? Wir haben nicht versagt und die Leute, die wahrscheinlich am Feld sehen sind oder Feld stehen, sehen die Dinge wahrscheinlich ähnlich wiederum wie Sie. Also die Geschichte, ob man dort überhaupt einmarschieren hätte. Ich bin sehr mutig, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ja, ich bin jetzt einmal sehr mutig, weil darum bin ich in die Politik gegangen, um jetzt Mut zu leisten, weil es mir einfach reicht. Ja? Ich habe mich mit einem österreichischen Soldaten, Österreich hat über eine UNO-Resolution 17 Soldaten stationiert in Afghanistan, bei der NATO. Und ich habe mich mit dem getroffen, das war sehr interessant, musste ich Handy abgeben, alles sozusagen anonym. Ja? Aber ich weiß, was dieser Mann mir gesagt hat, und der sagt, das ist noch viel schlimmer, als wir es glauben. Ja?
Also dass natürlich eine das große Staatengemeinschaft ist. Und das hat ja auch wieder, es hat ja auch alles mit Kapitalismus zu tun, das ist ja auch, wofür der Wandel steht. Wir können alles, was man uns betrifft, um Kapitalismus auch nehmen. Ja? Dass natürlich jetzt die Kriegstreiber oder Betreiber, ja, sagen, das ist alles in Ordnung und das zahlt sich aus. Aber man sieht ja 40 Jahre Krieg, keine Besserung. Jetzt übernehmen die Taliban wieder wöchentlich neue Distrikte dazu. Also es ist für mich Versagen. Ja? Nee. Ich meine, ich kann mich noch sehr gut erinnern aus dem Geschichtsbuch natürlich, weil ich bin Jahrgang 84, habe es mit dem Vietnamkrieg nicht erlebt, aber ich habe mir halt die Berichte damals durchgelesen, als ich noch viel jünger war als heute, und habe da dieses schöne Stichwort der Vietnamisierung des Krieges noch im Hinterkopf. Und Vietnamisierung des Vietnamkrieges heißt nichts anderes, als dass man die Waffen den Südvietnamesen in die Hand gegeben hat, diese ausgebildet hat und sich selbst zurückzog, um eben aus diesem Stellvertreterkrieg herauszukommen, der für die USA mehr als nur ein Debakel, ein absolutes Desaster war. Genau. Das heißt, genau, das, was wir jetzt erleben, ist dann sozusagen eine Afghanisierung des Afghanistan-Konflikts. Genau. Und ich finde einfach, da haben wir Verpflichtungen. Ja, da haben wir große Verpflichtungen. Wir sind Europäer, wenn wir irrsinnigen Wohlstand. Ja, das hat also unmittelbar nur mit Afghanistan zu tun. Ja, wir haben einen Großteil unseres Wohlstands ist darauf aufgebaut, eigentlich auf Ausbeutung von anderen Ländern, von anderen Kontinenten. Und ich fordere, und wir alle vom Wandel, und der Wandel fordert jetzt einmal konsequent, dass die Leute, Verantwortung übernehmen, diese skrupellosen Konzerne, die Waffenhändler, das gehört jetzt einmal diskutieren. Ja? Die Ex-Regierung erzählt uns ja dauernd, ja, Unterstützung vor Ort. Das heißt, es sind Klartext, das klingt für die Bürgerin sehr schön, wenn man denen zuhört, ja? Aber wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann erfahrt man, dass die Auslandshilfen gekürzt werden, dass zu spät überwiesen wird. Das kann man alles nachlesen. Ne? Ich finde es halt schade, dass das so intransparent ist, dass das so wenige Leute wissen. Und freuen wir uns halt auch nicht mehr, wenn wir so Gelegenheiten wie mit ihnen bekommen, wo wir reden können, wo Leute zuhören können. Ja? Weil wenn man dann Neugier weckt, kann man das überall nachlesen, kann man googeln. Ja? Also die Verantwortung zu übernehmen, und ich finde es auch wirklich an der Zeit, dass wir auch als Europäer sagen, wir können auch anderen Ländern und anderen Kontinenten Wohlstand. Afrika, dasselbe Thema. Ja? Afrika wird ausgebeutet. Ja? Wir müssen Afrika mal einen Wohlstand gönnen und das wirklich aufrichtig machen. Und da müsste man zuerst mal die großen Konzerne angreifen, wie Shell, OMV, Nestle. Ja? Also im Prinzip hat jeder schon einmal davon gehört. Ja? Aber die Konsumenten, die das dann ergibt, über die wird halt dann nicht gesprochen. Es gab in Wien letztes Jahr das große Afrika-Europa-Forum, da war ich auch anwesend und habe mir das halt vor Ort angesehen, aber die Afrika-Hilfe scheint ja teilweise durchaus mittlerweile von den afrikanischen Staatspräsidenten zum Teil auch nicht gern gesehen zu sein. Also man muss ja auch unterscheiden, Afrika unterteilt sich ja in mehrere Gebiete, und ich sage jetzt mal bewusst Schwarz-Afrika, ist, was Förderungen aus Europa anbelangt, zum Teil ja sehr skeptisch. Insbesondere wenn man zum Beispiel Westafrika anschaut mit den jeweiligen Franc-Systemen, die jetzt halt an den Euro gebunden sind, oder eben Ostafrika, wo die Chinesen sich einkaufen und dort wirklich auch wieder eine Form des Kolonialismus mit neuen Infrastrukturprojekten betreiben. Ein Freund von mir lebt in Dubai, kommt immer wieder, weil er für einen größeren Konzern arbeitet, der im IT-Bereich tätig ist, zum Beispiel nach Tansania, und sagt mir, in Tansania steigst du in den Zug ein, die ganzen Anschriften dort sind auf Chinesisch und der Fahrer des Zuges, also vom Fahrer bis zum Schaffner, sind alles Chinesen dort. Das hat nichts mit Vor-Ort-Hilfe zu tun, sondern die Leute werden einfach aus China
dort rübergebracht und China baut dir die komplette Trasse auf, beteiligt dich damit aber nur bedingt am Wohlstand, weil sie halt die Infrastruktur dafür brauchen, damit sie dann in weiterer Folge die Ressourcen eben abbauen können und beim nächsten Hafen Richtung China verschippern dürfen. Das habe ich auch gemeint. Ich glaube, Sie haben das gehört, dass ich das Wort aufrichtig gesagt habe. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich für den Wandel kandidiere. Und das ist auch ein Grund, warum ich teilweise das von afrikanischen Ländern nachvollziehen kann, dass die da sehr skeptisch sind. Ich denke, und das ist ja auch etwas, wofür der Wandel steht und plädiert, wir müssen einmal die Beziehungen, die Grunddebatten der Menschen untereinander bis in die hohen politischen Ebenen, das gehört einfach geändert. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht für manche überromantisch und die Menschen sagen, das wird nicht funktionieren. Ich sehe das eigentlich gleich wie beim Klimaschutz oder beim Umweltschutz. Es ist schon nach 12, ja. Und dann, es wird etwas geändert werden müssen. Und ich verstehe das, wenn man die Struktur von China verfolgt. Es ist ja nicht, dass die wollen, dass das Afrika besser geht. Darum habe ich gesagt, wir müssen aufrichtig anderen Kontinenten, anderen Ländern Wohlstand gönnen wollen. Das müsste die Haltung sein. Und da muss man einfach ganzheitlich denken, weil im Endeffekt, ich finde ja spannend, wenn Europäerinnen sagen, ja bitte, was geht uns das an? Natürlich, aber nachher jammern sie, dass jetzt Flüchtlinge kommen aus Afrika. Also die Globalisierung bleibt ja bei diesen Herausforderungen nicht stehen. Ja. Wie heißt es so schön, die Probleme bleiben, sie wandern aber. Dass ein Präsident eines Landes sagt, naja, aber nur, dass man die nächste Abhängigkeit stürzen. Ja? Und darum denke ich, da bräuchte es einfach eine wirklich andere Form der Politik, das Wohlwollen für andere Länder, für andere Menschen und dann in letzter Konsequenz betrifft es dann auch uns, das Wohlwollen für uns. Daher jetzt eine kurze konkrete Frage, nämlich wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes sollten Ihrer Meinung nach in Entwicklungshilfe investiert werden? Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, da kann ich jetzt, ich finde es auch einmal richtig, dass man sagt, das kann ich jetzt so nicht. Ja. Und das sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich denke, das ist jetzt so ein großes Thema, ja. Und da kann ich jetzt keine Zahlen nennen. Ja? Da gibt es auch Expertinnen und Expertinnen dafür, die das Wandel, wir sind eine kleine politische Partei, ja. Und wir können jetzt nicht in Zahlen alles genau wissen. Aber ich denke mal, es muss auf jeden Fall so viel sein und dass die Menschen wirklich was damit anfangen können. Und ich denke mal, wenn wir über Nacht können wir Banken retten. Da fragt doch niemand, wie viel kostet das. Ja? Es ist immer die Frage, wie viel Geld sollen wir dafür ausgeben, was kostet das, Bildung, ist egal, worum es geht. Ja? Da wird immer, wenn es um die Menschen geht, die Frage gestellt, was kostet es. Ja? Wenn ihr Banken retten will, ich will es ja nicht retten, ja? Aber wenn Politikerinnen Banken retten wollen, da stellt sich nicht die Frage, wie viel das kostet. Da wird es sofort gemacht und da werden Beträge in Milliardenhöhe zur Hand genommen. Ja? Also dezidiert Antwort kann ich Ihnen leider nicht geben. Das wäre einfach auch anmaßend, wenn ich das so sagen würde. Aber ich denke, da braucht es einfach wirklich aufrichtige Politik und Expertinnen und Experten, die sagen, es ist in einem guten Rahmen möglich. Ja? Und ich denke, da gibt es ja auch ganz andere Wege, wie man jetzt dazu kommt, weil wenn ich schaue, die großen Konzerne, ich meine, wer von diesen großen Konzernen trägt eine Verantwortung für das, was die letzten Jahrzehnte diesen Ländern angetan haben? Ja, ich schaue jetzt nur mal nach. Im Jahr 2017 lag die österreichische Entwicklungshilfe bei 0,3% des BIP. Und ich finde es lächerlich. Und ich weiß auch, dass es immer zu wenig ist. Und wenn man das jetzt zum... immer zu spät bezahlt wird. Ja. Und ich meine, das ist im Großen und im Kleinen so, weil ich war 3 Monate oder 1,5 Monate
als Koordinatoren die Dolmetscher einzutreten in Bildern. Ja? Und wissen Sie, wie ich dorthin gekommen bin? Ja? Weil mein Nachbar ist Polizist und hat mich gebeten, weil er gewusst hat, ich habe einen Verein und freue mehrere Unterkünfte. Ja? Und hat gefragt, ob es dort junge Flüchtlinge gibt, die sehr gut Englisch können, weil die waren natürlich damals lang, gut Deutsch zu können. Und für Bundesheer und Polizei zu übersetzen, habe ich gesagt, Entschuldigung, hat der Staat keine Menschen bezahlt. Da muss verhandelt werden, zwei, drei Wochen, wie viel Geld man überweist, wann das Land kommen. Die Leute, die dafür bezahlt werden, wo sind wir dort gestanden? Also wenn ich bei solchen Maßnahmen diskutieren muss, ums Geld, in einem Land, wo Konzerne fast keine Steuern zahlen, wo Banken gerettet werden für Milliarden, wo politische Personen Einkünfte haben, die in keinem Verhältnis zur Leistung stehen, dann finde ich das einfach schlicht und einfach lächerlich, aber eigentlich mehr empörend. Ich kenne die Problematik von der Strafverfolgung. Ein Bekannter von mir ist Dolmetscher. Und das kann mal sein, dass ich den unter der Woche mal probiere zu erreichen. Und dann ruft er mich eine Woche später an und sagt, du, ich hatte 3 Tage, wo ich jetzt bei einer verdeckten Ermittlung gebeten worden bin, als Dolmetscher dabei zu sein. Und da muss ich mein Handy abschalten. Der sagt mir, dass es immer wieder zu Problemen in der Vergangenheit gekommen ist wegen der Bezahlung. Mittlerweile gibt es solche Sonderposten, aber die müssen dann halt jeweils von den jeweils Verantwortlichen, ich kann das jetzt nicht sagen, wer das dann ist, Sektionsverantwortlicher oder Staatsanwaltschaft, die müssen das dann halt freigeben, dass sie überhaupt den Dolmetscher bei der also bei der Strafverfolgung dann zur Verfügung stellen können, weil einfach die Mittel nicht da sind oder oft einmal nicht vorgesehen sind. Das ist ja auch ein Grund, warum der Wandel antritt. Ich meine, ich bin 58 Jahre. Ich glaube, dass jeder von uns eigentlich was Besseres zu tun hätte, als jetzt noch politisch zu arbeiten. Ja? Habe ich jetzt noch nie gehört, aber... ...in einem Land stellen, das zu den reichsten Ländern gehört, da muss ich sagen, und ich kenne das aus der Praxis, ich könnte Ihnen jetzt unzählige Beispiele erzählen. Ja? In der Südsteiermark war es so, dass wir haben einen Arzt gehabt aus Syrien, der mittlerweile ordiniert im Landeskrankenhaus Graz. Ja? Der ist mit den Rettungseinsätzen oder zum Spital nach Leibniz mitgefahren, hat gedolmetscht, weil niemand in der Lage war, wobei ich da jetzt, muss ich aber schon sagen, den Ärzten und den Krankenschwestern und so, die waren entzückend, also denen möchte ich jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist eine systemische Geschichte. Ja? Ich finde, im Jahr 2015, da müsste ich 3, 4 Dolmetscher in einem Krankenhaus haben, die Schichten machen, jederzeit verfügbar sind. Es wird nicht bezahlt. Ja? Und da denke ich mir immer, wenn Menschen gehen, ja, um Gesundheit, das hat ja auch mit Gesundheit zu tun, mit Sicherheit, ich meine, Sicherheit ist ganz in einem anderen Kontext jetzt propagiert worden, als eigentlich Sicherheit für einen Menschen bedeutet. Sicherheit heißt gut eingebettet in einer Gemeinschaft, es wird Sorge getragen. Ja? Dafür wird kein Geld in die Hand genommen. Das finde ich einfach empörend. Ja, das verstehe ich. Und das ist der Grund, warum der Wandel antritt. Und das ist auch, dafür steht auch der Wandel. Wir sagen, es gibt viele linke Parteien, aber wir sind einfach die Progressivsten. Man muss dieses Thema Kapitalismus ansprechen. Ich habe Gespräche mit ÖVP-Politikerinnen, die sagen mir dann, naja, da horche ich ja gar nicht mehr hin, wenn jemand den Kapitalismus angreift, ist es lächerlich. Ja? Aber es ist nicht lächerlich. Es gibt viele Forschungen dazu, es gibt viele gescheite Menschen in unserem Land, die das nicht parteipolitisch, sondern wissenschaftlich betreiben. Ja? Und es kann in einer friedlichen Gemeinschaft, wo die Menschen gut miteinander leben können, kann es nicht so sein, dass ein paar Prozent der Bevölkerung in Österreich vom Kapitalismus profitieren und alle anderen quasi immer irgendwo problematischen Situationen ausgesetzt sind. Und die erste Frage, wenn sie sich was wünschen, ist, wie finanzieren sie das? Die erste Frage immer. Das verstehe ich. Aber wir müssen jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und damit es auch fair bleibt gegenüber den anderen, muss ich ein bisschen jetzt, weil wir haben schon knappe
24 Minuten geredet, ein bisschen vorankommen. Ja. Bei der Thematik, Sie sprechen natürlich die Kapitalismuskritik des Wandels an. Der Wandel ist ja per se eine linke Partei und sowohl in der Presse als auch eben im eigenen Parteiprogramm sprechen Sie immer an, dass Sie sozusagen einerseits ein gutes Gesundheitssystem haben wollen, was Geist und Körper nicht schädigen soll. Sie wollen andererseits die Armut bekämpfen. Sie sind der Meinung, dass es mit einer 21-Stunden-Woche genauso reicht, die man arbeitet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, es ist vollkommen richtig, wir haben ein massives Wirtschaftswachstum die letzten Jahrzehnte gehabt. Das hat natürlich auf den Kapitalismus gefußt. Nur, wie wollen Sie sozusagen den Kapitalismus hinter sich lassen? Also erstens über die 21-Stunden-Woche möchte ich sagen, weil das ist ja immer etwas, worauf wir sofort angesprochen haben. Wir reden ja auch in einem Programm von einer Utopie. Also das ist unsere Vision für die nächste Generation. Und das ist mir klar. Das kennt jeder Mensch, auch jeder Unternehmer. Man braucht sozusagen einen Plan, wie komme ich zu dem Ziel. Ja? Der erste Schritt wäre jetzt natürlich, dass wir, wenn wir im Parlament sind, sofort den Antrag auf eine 35-Stunden-Woche stellen würden. Ja? Also diese 21-Stunden-Woche, das ist sozusagen, dort möchten wir hin. Das kann man auch jetzt nicht gleich machen, weil das wird alles zusammenbrechen. Ja? Das ist logisch, ja. Sie sprechen ja auch vom sogenannten Utopiepapier. Ja. Das Wort Utopie, also wir sagen auch ganz gern unser Zukunftsprogramm, ja. Das ist ja das, warum wir uns politisch engagieren und was wir bei allen anderen Parteien vermissen. Das ist in dem Sinn ja nicht, es ist immer nur für eine Wahlperiode oder für eine Legislaturperiode wird gearbeitet. Ja. Jetzt mittlerweile schon kürzer. Und wir kennen das wirklich alle aus dem politischen Bereich. Es gibt Menschen, die verantworten sich dann 10 Jahre vor Gericht und von ihrer Zeit gesprochen, die irgendetwas, was sie einfach anstatt haben, in Verantwortung für die Gesellschaft. Und wir glauben einfach, dass erstens mal zwei Dinge, man muss wirklich in Zukunft Ziele haben, wo wollen wir hin? Und da muss man ein Programm haben, und das nennen wir Utopie oder Zukunftsprogramm, ja, weil sie das Endresultat 21 Stunden. Weil unser Gesundheitssystem, wenn wir jetzt da kurz stehen bleiben, auch extrem belastet, weil sehr viele Leute einfach überarbeitet sind. Ja, wir haben sehr viele psychische Krankheiten, es sind sehr viele Probleme dabei. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ich meine, das hört man immer wieder leicht und fehlt und so, aber das ist ja das Ding, wenn man die Menschen so aufweist, ja, die abends keuchend nach Hause kommen und eh schon fast immer können. Ja. Das geht ja darum, dass wir einfach uns auch wünschen, dass die Menschen auch noch Zeit haben für andere Dinge. Und das ist auch möglich, und da gibt es auch viele Studien dazu, dass das im Endeffekt sowieso die Zukunftsidee ist. Ja? Ich glaube, dass es deshalb nicht stattfindet, weil eben die politischen Parteien oder die Personen, die dann zu sagen haben, im Endeffekt gibt es ja auch schon Parteien, wo nur noch einzelne Personen oder kleine Kreise zu sagen haben, die einfach nur ausgerichtet sind auf kurzzeitigen Erfolg, nämlich auf ihren eigenen. Und das unterscheidet den Wandel jetzt wirklich massiv. Wir sagen, wir wollen wirklich in Gemeinschaft für unser aller Wohlbefinden etwas für das Zukunftsprogramm sukzessive umsetzen. Ich verstehe. Weil ich war letztes Mal bei einer Podiumsdiskussion, sind alle Parteien, die jetzt 30 Jahre sind im Parlament neben mir, sitzen da. Und dann wird über Kinderarmut diskutiert. Da muss ich sagen, ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn jetzt alle Menschen, die da neben mir sitzen, deren Parteien, aufrichtigst gegen Kinderarmut, wir gehören zu den reichsten Ländern. Ja, also das darf man nicht vergessen, da ist ja Kapital da. Wenn sich jemand aufrichtig vorher schon bearbeitet hätte, warum müssen wir jetzt, 2019, als Wahlzucker sozusagen, wir bekämpfen die Kinderarmut. Das sind traurig. Ja, müsste der Tag für unsere nicht sein, wenn es eine Priorität wäre.
Das ist klar. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein Zitat ein von Franz Wobes vom letzten steirischen Landtagswahlkampf 2015. Der kommt ja selber aus einer Arbeiterfamilie, die in den Buchwerken tätig war, weil der Vater war Gewerkschafter eben bei der KPÖ. Und Franz Wobes hat damals gesagt, wenn er da durch die Neue Weltgasse oder halt die verschiedenen Seitengassen, meine Großeltern kommen selber aus diesem Milieu, durchgeht, dann sieht er, dass er sich dort nicht, dass sich dort eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren nicht viel getan hat. Es hat sich unterm Strich schon einiges getan, aber es stellt sich dann schließlich die Frage, weil sie sich ja als linke Partei bezeichnen. Hat die Sozialdemokratie dann nicht versagt, wenn sie selbst anmerkt, 50 Jahre hat sich in diesem Bereich nichts getan? Ich finde es ja sehr schön, dass Sie mich das so vorausschicken, weil ich mag es ja prinzipiell nicht jetzt so zu bashen oder was. Es wird ja dann gleich als solches. Ja, Suggestivfragen sind verboten, aber. Wir müssen das betrachten und das sagen wir auch immer wieder, die Wandelmitglieder, wenn die SPÖ gut gearbeitet hätte, die letzten Jahre, dann bräuchten wir jetzt gerade politisch stehen können. Ja. Und ich meine, das ist. Ich möchte dazu sagen, ich bin sehr gute Lokalpolitiker, SPÖ-Lokalpolitiker, wir haben gut zusammengearbeitet mit der Flüchtlinge, damals 2015 ins Spielfeld, aber das ist nicht die Realität der Politik, das spielt sich ja im Bund ab. Oder auf oberer Landesebene. Ja? Mhm. Und da ist einfach ein Versagen zu sehen, kann man ja nicht abstreiten, sonst würden sie ja jetzt um Platz 1 kämpfen und nicht irgendwo hinten. Das ist klar. Ja. Das ist keine Erfindung von mir. Das ist mir vollkommen klar. Ich muss jetzt trotzdem ein Stückchen weiter gehen. Sie sind auch zum Beispiel für den Bereich Bildung der Zukunft. Das heißt, Schulen sind keine marktkonformen Ausbildungsfabriken mehr, sondern offene Räume zum Lernen, Experimentieren und Interagieren. Man muss jetzt dazu sagen, der Text dieses Zukunftsprogramms ist eben so formuliert, als ob das sozusagen die Gegenwart darstellen würde und sie sozusagen diese ganzen Schritte bereits getan hätten. Das ist eben ihre Vision. Nur um das eben den Zuschauern zu erklären. Erstens, was muss in den Schulen getan werden, damit diese zukunftsfähig werden? Und die zweite Frage ist, was halten Sie von Lifelong Learning, also dem lebenslangen Lernen? Und man sollte es nur mehr fördern. Also fangen wir mal bei der Ausgangsfrage an. Auf jeden Fall steht der Wandel für Bildung, Bildung, Bildung. Ja? Weil ich glaube, ein großes Desaster, das große politische Desaster, auch, das wir jetzt haben, hat auch mit dem zu tun, dass wir bei der Bildung sehr gespart haben, auch zum Beispiel bei der politischen Bildung. Wir fordern, das ist ein Fach, das einfach ein Pflichtfach sein sollte. Ja? Da gibt es aber einen politischen Diskurs, der sehr lange schon dauert. Bitte? Ich sage, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber der politische Diskurs oder die Debatte über den ausgeglichenen politischen Bildungsunterricht, die gibt es, glaube ich, da bin ich sogar noch in die Hauptschule gegangen, also seit 20, 30 Jahren. Aber bitte fragen wir uns doch mit einem Hausverstand, weil das Wort so gern verwendet wird. Warum wird das immer wieder verhindert? Und das sage ich jetzt, ich bin Mutter von zwei Kindern, sind beide gut ausgebildet, ja, ich weiß, was das, was da für Herausforderungen gibt. Und warum wird das von politischer Seite nicht abgesegnet, sofort Bildung, Bildung ist die beste Investition, die man in ein Land machen kann. Ja? Wenn die Menschen gebildet sind und auch jeder das gleiche Chance hat auf Bildung. Warum wird es nicht gemacht? Bitte, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil wir natürlich Menschen, die nicht so viel Wissen haben oder nicht so einen größeren Überblick oder nicht so holistisch quasi die Sachen betrachten von verschiedenen Punkten, natürlich viel leichter kontrollieren kann, macht Menschen, einzelne Parteien auch viel besser mit denen jonglieren können. Also ich finde, man muss einfach einmal nachdenken, warum sind wir denn da, wo wir sind.
es ist mir zu wenig zu sagen, die Diskussion, obwohl er berechtigt ist, dass die das eingebracht haben, die Diskussion gibt schon zu lange. Sondern man muss immer nachdenken und das auch ansprechen. Man muss aber den Mut haben, anzusprechen, warum. Ja? Warum haben wir das Problem? Das finde ich wichtig. Wenn jetzt im Wahlkampf jemand in mir sitzt von einer anderen Partei und sagt, ja, wir wollen jetzt endlich Entwicklung für den Schulen, die lange nicht der Partei im Parlament, das ist eine einfache Frage. Ja? Mhm. Ich denke, also wir sind für sehr viele Investitionen in Bildung, wir sind natürlich für Lernen, auch für spätere Ausbildungen noch zusätzlich machen, weil es geht. Ich glaube nämlich auch so, also das ist ja Island zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass es geht ja auch darum, dass man Begabungen von Menschen fördert. Es ist jetzt eher vielleicht, klingt es ein bisschen unpolitisch, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach einmal mit einem Gefühl an die Sache herangeht. Ja? Ja. Und ich habe zum Beispiel zwei Kinder, der eine ist ein Techniker, der andere ist ein Künstler. Mhm. Und ich glaube jetzt wirklich den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Begabungen zu fördern. Ja? Unterstützt zu werden in diesen Begabungen, das bringt ja unser aller Gemeinschaft viel mehr. Und das sehe ich auch bei unserer Partei beim Wandel. Das sind total unterschiedliche Leute, junge, ältere. Jeder investiert seine Begabung und da kriegt man sehr viel weiter. Ja? Also ich glaube jetzt, ein ganzes Land über einen Kamm zu scheren und zu sagen, und ich habe einen großen, sehr starken Kontakt mit Lehrerinnen, durch die Rechte zu Kindern. Ja? Und ich weiß ja, was die sagen, die sagen, das ist ein irrsinniger Stress, die müssen das Lernprogramm durchhalten, die individuellen Fähigkeiten der Kinder können gar nicht mehr so aufgenommen werden. Die sind ja alle gestresst, die Leute, ja. Natürlich, das ja. Auch, das geht jetzt schon lange irgendwo. Aber zum ja. Thema Medien kommen wir dann noch. Ich wollte nur jetzt auch noch das Thema Lifelong Learning ansprechen, weil wenn ich mir Ihren Lebenslauf, den Sie auf der Webseite abrufbar haben, anschaue, dann sehe ich, Sie haben das Gymnasium besucht. Haben Sie maturiert oder haben Sie dann die Bürokauffrau-Ausbildung gemacht im Nachhinein? Ich habe ein Jahr vor der Matura habe ich aufgehört, ich habe nachher die Studienberechtigungsprüfung nachgemacht und Bürokauffrau gleich nach der Schule. Okay. Und da sehe ich dann, Sie haben dann auch ein Diplom als Feng Shui-Beraterin. Sie haben sich mit Traumapädagogik beschäftigt und haben dann auch zum Beispiel beruflich in England im Bereich Marketing und Tourismus gearbeitet und waren zwischenzeitlich in der Schweiz und Zypern, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das heißt, Sie nehmen quasi meine Frage eigentlich schon weg, weil Sie das getan haben, was ich abfragen will. Sprich, wie wichtig ist es, sich einerseits anzupassen auf die verschiedenen Lebensumstände und wie wichtig ist es, sozusagen lebenslang zu lernen und sich auch fortzubilden? Sie finden lebenslange Fortbildung wichtig, ja? Wobei ich es niemandem aufzwingen möchte, weil ich denke, aber das Angebot muss unbedingt da sein und auch die Motivation oder die Unterstützung, ja? Weil ich glaube, dass das Leben so unterschiedliche Situationen bietet oder es auch die Zeit entwickelt sich so schnell. Es sind ganz andere Dinge, zum Beispiel, wie ich 40 war, waren ganz andere Dinge möglich, als wenn ich 18 war. Ja? Und ich glaube, diesen Ansprüchen auch gerecht zu werden, da entspricht das lebenslange Lernen unbedingt dem, was wir fördern wollen. Ich finde es auch nicht schön, wenn man dann sagt, naja, der war jetzt nicht 15 Jahre im selben Büro. Das ist nicht unbedingt immer ein Qualitätsmerkmal. Das kann, wenn ich es sehr hochaktiv sage, auch eine Faulheit sein, dass man 15 Jahre auf der Schule sitzt zum Beispiel. Ja. Also ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass das Wichtigste ist, finde ich, dass man den Kindern von klein auf lernt, dass die Dinge, die sie machen, sie mit Freude und mit der Hingabe tun und auch mit einer Konsequenz. Mhm. Ja, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, man darf versagen, weil das kennen wir alle. Man probiert was und es funktioniert nicht und trotzdem geben wir nicht auf. Ja? Und das ist für mich, und das kann ich auch sagen für alle Menschen von Brandl, das ist eine Zukunftsvision. Dass ein Fehlschlag nicht der Grund ist, aufzuhören oder zu kapitulieren, sondern dass es sozusagen als Lerneffekt gesehen wird und trotzdem mit einer Konsequenz weitergegangen wird. Dass man aber auch die Möglichkeit hat, wenn man
drauf kommt, mal jetzt ist in meinem Leben eine neue, andere Situation, es sind sich andere Möglichkeiten. Ja, ich habe Keramik nicht sehr spät gelernt, zum Beispiel, obwohl ich eigentlich von Kind auf immer irgendwie handwerklich was gemacht habe, aber das richtige Keramik habe ich nicht gelernt, über einen Freund auf dem Jagd. Und da habe ich dann auch ein Haus gehabt mit Schaugarten, mit meiner Keramik, und das hat gut funktioniert. Also ich denke mir, die Möglichkeit sollte ein Mensch immer haben, und das ist auch ein Gedanke unserer Gesellschaft. Da geht es auch um Wertschätzung, um Respekt. Und das ist das, was der Wandel etablieren möchte. Darum würden wir auch sehr gerne ins Parlament kommen, weil wir sind, wir brauchen, egal ob zum Klimawandel, ob zum Kapitalismus, so wie wir brauchen eine neue Gesprächskultur. Wir brauchen eine neue Wertschätzung und eine neue Respekteinstellung zu den Menschen und zu unserer Gemeinschaft. Ja. Sie haben ja auch Unterstützung einmal prominent der Weise gehabt von der Mitbegründerin der Grünen. Frieda Meissner-Blau hat, wenn ich mich nicht irre, beim letzten großen Antreten des Wandels im Jahr 2013 Werbung für sie gemacht und damals auch den Wandel beworben. Wie wichtig. Weil es eine gescheite Frau ist. Man muss leider jetzt sagen, war. Aber, ja, war. Ja, natürlich war. Aber damals in der damaligen Situation war natürlich, ja. Richtig. Frieda Meissner-Blau ist ja leider verstorben. Inwiefern sind Größen wie Frieda Meissner-Blau für Sie Vorbilder? Ja, irrsinnige Vorbilder. Ja, visionäres Denken, Mut, Aufrichtigkeit. Da geht es ja nicht so, also natürlich die. Frieda Meissner-Blau geht natürlich auch um dieselbe Vision. Ja? Aber im Prinzip sind solche Menschen, die wie sie für mich wirklich großartige Vorbilder, weil ich denke, wenn man etwas im Innersten weiß oder überzeugt ist vor etwas, sagen wir so, weil die Wahrheit liegt ja bei allen Menschen woanders, aber wenn man von etwas überzeugt ist, ja, und es dann auch mit. Man muss sich natürlich schon besprechen mit Menschen, Expertinnen und Experten. Ich kann jetzt zum Klima nicht, bin ich jetzt keine Expertin. Ja? Mhm. Aber wenn man dann überzeugt ist von der Sache und man weiß, dass das, was wir tun wollen, vom Wandel ist richtig, dann aufrecht zu stehen, den Mut zu haben und zu sagen, dafür stehen wir an. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit dem Wandel seit 7 Jahren, alle Leute arbeiten ehrenamtlich, mutig. Ja? Wir haben uns für die Unterstützungserklärungen in der Hitze, das ist ja so ein Problem, ne? Das ist ja auch so eine Machtgeschichte, man kann es nicht abgeben im Internet, also man kann es nicht quasi unterschreiben jetzt digital, man muss es mit Papier sammeln, ja? Wir haben uns hinstellen, der ersten Hitze, jung, alt, jeder vom Wandel, in ganz Österreich, ja? Das ist Mut, das ist, und das verkörpern solche Menschen für mich. Ja? Ja. Also diese Konsequenz und mutig für etwas zu stehen, auch wenn es nicht der Mensch ist. Ja? Gut, das ist aber, glaube ich, etwas, wo die meisten Österreicher Ihnen zustimmen werden. Ja, im Radio schon, aber im Tun. Ja. Naja, im Reden und im Tun ist immer der Unterschied, das ja, ist ein altes Stichwort, Sprichwort, Entschuldigung. Aber wenn Sie da schon ansprechen, der Wandel hat ein sehr professionelles Auftreten im Internet. Was steckt dahinter? Wie können Sie das finanzieren? Und wie erstellen Sie das eigentlich? Oder wie bauen Sie das alles auf? Also es ist so, dass der Gründer des Wandels ist der Feier Buller. Wenn Sie recherchiert haben, gelesen haben, vielleicht auch schon irgendwas gehört haben. Ja. Ich kann es nur sagen, er arbeitet rund um die Uhr. Er macht das, die Homepage auf dem Internet. Er hat da Unterstützung von jungen Kolleginnen. Wir kriegen alle nichts bezahlt. Das ist alles Ehrenamt. Das klingt komisch. Aber nein, überhaupt nicht. Aber. Ja, und die Spenden, die wir bekommen, das kann man auf unserer Homepage ganz transparent schauen. Wobei da natürlich, wir haben jetzt das erste Mal ein Büro während der Wahlkampfzeit, ja, weil wir einfach einen Ort brauchen, wo wir zusammenkommen können, wo Computer da stehen, wo man was ausdrucken kann, wo man Postversendungen machen kann. Das ist sozusagen der Luxus, den wir uns jetzt leisten. Ja. Und die Internetauftritte, das ist alles von Freiwilligen, Herr Müller und
ob man ist da sozusagen der Vorreiter, der macht das eigentlich unterstützt von Kolleginnen und Kollegen. Na, ich sehe es gerade, also momentan die Zahl der Unterstützer ist ja relativ hoch. Also sie dürften ja doch momentan mit einem knapp fünfstelligen Betrag am Budget in diesen Wahlkampf reinkommen, aber wir reden da jetzt von maximal 10.000 Euro nicht mehr. Ja, also es ist so, dass es gibt, also auch zum Beispiel, ich möchte es betonen, weil ich finde es doch wichtig, weil das ist auch etwas, was wir zum Beispiel auch versprechen, wenn wir ins Parlament kommen, ja. Wir würden das jetzt ganz wichtig finden, wenn wir zum Beispiel ein Gespräch haben mit jemandem und mit dem auch sehen, dass wir das Geld, das uns Leute für unsere Arbeit zur Verfügung stellen, dass wir jetzt diesen Kaffee auf Spesen nehmen, das gibt es bei uns nicht. Ja? Also das ist alles wirklich das Geld, das wir bekommen, ist ein Büro für effektive Arbeit für unsere Gemeinschaft. Also bei uns kriegt niemand, ich fahre zum Beispiel von Graz nach Wien, ich habe relativ wenig Geld und muss jetzt dazu sagen, da gibt es dann Leute, die mir ein Zugticket schenken, zum Beispiel der Feiertag. Also es ist, wir benutzen keine Spendengelder für unsere eigenen persönlichen Ausgaben, das ist alles Ehrenamt. Wenn es professionell ist, wenn Sie das sagen, das freut mich, das werde ich gerne Ihnen weitergeben. Ein schönes Feedback, danke. Ja, bitte gern. Wir freuen uns alle. Aber es ist wirklich so, wir haben auch zum Beispiel den Christoph Schütter, der kandidiert auch, der macht die ganzen Videoaufnahmen. Die Lena, die macht die ganzen Beantragungen. Also wir Kandidatinnen sitzen hier und arbeiten diese Sachen ab. Ja? Also wir haben niemanden angestellt oder so, wenn wir jetzt sagen, bitte mach das. Ja? Das ist echtes Engagement. Ja. Soll es ja auch noch geben und das finde ich ja auch sehr ehrenhaft, wenn ich das soweit sagen darf, aber es gibt ja eine journalistische Neutralität, die muss ich an der Stelle noch beibehalten. Jetzt ist es so, ich habe, weil Sie zum Beispiel die Videos gerade angesprochen, ich habe gesehen, Sie haben auch einen YouTube-Kanal, Sie machen dort nicht nur Eigenwerbung, sondern machen da auch eigene Magazine, sprich der Wandel. Der Wandel oder der Wandel TV besser gesagt. Ja, Wandel TV, ne? Ja, Wandel TV ist eben das Programm und der Wandel ist eben gleichnamig auf YouTube mit diesem Kanal vertreten. Jetzt gibt es das sogenannte audiovisuelle Mediendienstegesetz. Es gab da eine Verurteilung gegen die Freiheitlichen und auch zum Teil, wenn man so möchte, gegen die SPÖ, weil die ihre Kanäle nicht angemeldet hatten und müssten diese als... Die hatten ihre YouTube-Kanäle oder Facebook-Kanäle nicht angemeldet und die FPÖ ging dann auch zum Bundesverwaltungsgericht und dort hat man auch festgestellt, dass unabhängig davon, ob damit, also es geht da in erster Linie um die Darstellung des Programms, unabhängig davon, ob damit jetzt Geld gemacht wird oder nicht, wenn eine Partei da, oder eine Firma zum Beispiel da investiert und fernsehähnliche Inhalte präsentiert, das ist jetzt sehr runtergebrochen auf ein sehr kompliziertes Gesetz, dann muss sie sich sozusagen als Fernsehsender bei der Medienbehörde der Comaustria melden. Ich habe gesehen, das ist bei Ihnen nicht der Fall. Haben Sie das überhaupt geprüft oder... Wissen Sie, dass es solche Regulierungen gibt? Ich versuche, den Seyert Müller anzurufen und zu befragen. Ja, das ist nicht mein Metier, aber ich kann Ihnen eines sagen, also davon bin ich überzeugt. Okay. Seyert Müller hat mehrere Einrichtungen der Caritas geleitet, ist der korrekteste Mensch, den ich kenne. Ja? Also ich bin mir sicher, dass er das alles so gemacht hat, was in seinen Augen erforderlich ist, aber ich werde jetzt nach unserem Interview darauf ansprechen, werde ich mit ihm besprechen und wenn Sie es detailliert wissen wollen, müssen Sie ihn kontaktieren. Okay, gut, dann kenne ich mich aus. Ja. Weil auch das ist ein Thema. Und damit sind wir auch schon beim Thema Medien. Sie greifen da eigentlich einen sehr
sensiblen Bereich an. Es hat erst heuer beim Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel eine Verurteilung gegeben gegen WT1, das darf man auch an der Stelle sagen, weil das ist auch veröffentlicht. Das ist ein Welser TV-Sender. Der hat im Jahr 2015 bei den oberösterreichischen Gemeinderatswahlen, die gleichzeitig mit den Landtagswahlen stattfinden, in Wales an kandidierende Parteien sogenannte Wahlpakete verkauft. Das heißt, gegen eine Inseratenschaltung, verkürzt gesagt, also gegen eine Werbeschaltung, konnte man dann am Wahlduellen und halt an Teilen der Wahlberichterstattung teilnehmen. Es ging sogar so weit, dass es zumindest den Verdacht gab, teilweise wurde das auch so bewertet, dass einzelne Sendeelemente von den Parteien mit beeinflusst werden konnten und damit manche Beiträge eigentlich als Werbung hätten gekennzeichnet werden müssen. Das war nicht der Fall. Und über die Höhe der Verurteilung kann ich nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Die dürfte wahrscheinlich im niedrigen dreistelligen Bereich gewesen sein. Jedenfalls ist hier natürlich die Frage, inwiefern sozusagen Parteien oder auch staatliche Institutionen die Medien anfüttern. Und sie wollen ja das in Zukunft eigentlich verbieten und wollen ein komplettes Werbeverbot in Medien haben. Nur umgekehrt gefragt, wie soll dann der Bäcker oder zum Beispiel der Spar ums Eck werben und auf irgendwelche Angebote hinweisen, wenn er das in Zeitungen oder Online-Medien nicht mehr machen kann? Also ich denke mal, die Werbung, die uns als Menschen jetzt überströmt, ja, das haltet uns ja sowieso vom Wesentlichen ab. Weil jeder Mensch kann in jedes Geschäft gehen, ja, und schauen und weiß, was ich brauche. Also in dieser Dimension bin ich sowieso gegen Werbung. Zu den Parteienwerbungen möchte ich was sagen, ja. Also das ist für mich viel wichtiger. Ja. Das ist natürlich auch um Pressefreiheit, das was Sie jetzt angesprochen haben, das natürlich, war ein Grundthema, ja. Oder? Ja. Eigentlich. Also ich weiß das aus meiner Arbeit und wie gesagt, ich bin ja politisch aktiv, weil ich einfach sage, ich anzuwiesen, dass ich habe durch meine 5-jährige Arbeit gesagt, ich habe keine Lust mehr, das alles runterzuschlucken. Ja? Es gibt Journalistinnen in diesen 5 Jahren, die rufen mich an, die machen ein super Gespräch. Ja? Und dann sage ich irgendwie einen Satz. Und dann sage ich, der sie irrsinnig interessiert. Aber dann sagen die mir, boah, das können wir nicht schreiben. Ja, das ist aber keine Attacke an eine Partei oder an eine Person. Da geht es um eine Situation, zum Beispiel von Flüchtlingen, wo ich weiß, dass das absichtlich zum Beispiel um das Thema Eskalation und Deeskalation. Ja? Also wissen wir ja, dass da sehr viel auch der Wunsch bei manchen Parteien da ist, dass es eskaliert wird, ja, dass man sofort deeskalieren könnte mit Betätigung, mit Bildung, mit Einstieg ins Arbeit, was ja EU-Gesetz werden und so weiter und so fort. Und dann fragen mich diese Journalistinnen dort, kann ich nicht schreiben, weil dann kriegt mein Chefredakteur einen Anruf aus, sage ich jetzt nicht von wo. Mhm. Ja? Also wenn das so ist, dann muss man schauen, dass das wirklich, und da wiederhole ich mich, das aufrichtig ist dem Band auf. Aufrichtig. Wir wünschen uns Menschen in unserer Gesellschaft für mein Arbeiten, ja, dass das Ganze eine wunderschöne, friedliche Gemeinschaft ist. Da muss man Korruption total unterbinden. Das ist klar. Ich meine, ich bin ja erschrocken, dass bei dem Flüchtlingsbereich arbeitet, wie viel geht, wenn man jemanden kennt oder nicht kennt. Das darf nicht sein. Ich sage das auch immer wieder beim BVWG, ich mag keine lieben Richter. Ich möchte auch keine lieben Journalisten. Ich möchte einen korrekten Journalisten und ich möchte einen korrekten Richter. Und ich möchte mich auf den Rechtsstaat verlassen können. Also das heißt, bei den Medien muss ich sagen, sieht man ja nicht. Also das ist überhaupt keine Jammerei, weil wir erreichen trotzdem auch die Menschen, auch wenn der ORF oder so jetzt nicht zu größeren Debatten eingeht. Aber das ist ja die KPÖ, ja, ich meine, wir waren einmal eingeladen, Ameisenrunde, dann ist es genug. Ja. Ich denke mal, das ist ja schon kein demokratisches Prinzip.
Man hat zwar dann immer die Antwort, ja, und es sind nur die Parteien, die eine Chance haben auf den Einzug, aber wenn ich es umdrehe, weiß jeder Journalist und jeder, der von Presse und Medien was versteht, dass die Chance, wenn ich der Öffentlichkeit präsentiert werde, ja, so als Partei natürlich wesentlich größer ist, wenn ich nie werde. Könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass man da in Zukunft ein Ausschreibungssystem durchführt? Es kommen demnächst Fragen von uns diesbezüglich an alle Parteien, dass das so ähnlich wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder bei den jeweiligen Ligen ist, wo dann Medien bei der Parlamentsdirektion hergehen können und die kaufen dann sogenannte Pakete ein, wo dann aber eben gleich behandelt alle Parteien kandidieren müssen und aus den Einnahmen wird dann sozusagen der Wahlkampf finanziert. Also alle Parteien, die im Parlament sind oder alle Parteien, die zur Wahl antreten. Die zur Nationalratswahl antreten, kriegen quasi eine Schaltung in den Zeitungen und dafür, ich möchte es noch sagen, weil das ist ein sehr heikles Thema, kriegen Schaltungen in den Zeitungen und dafür... Die werden von den Zeitungen eingeladen, die Zeitungen gehen zur Parlamentsdirektion, kaufen dort Wahlpakete ein, zum Beispiel Duelle, und da müssen dann alle Parteien, die bei der Wahl antreten, gleich behandelt werden und können dort eben ihre Standpunkte vertreten. Das ist so, wie wenn man eigentlich bei der Champions League die Rechte einkaufen würde. Also ich wünsche mir schon, dass in den Medien alle Parteien gleich behandelt werden. Mhm. Das ist Demokratie. Aber dieses System, da könnte da gefahren werden. Weil wer garantiert mir das? Das ist ein Vertrag und der ist dann einklagbar. Öffentlich-rechtlicher Sender wie das ORF, ja. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, österreichischer Rundfunk, der hat die Verpflichtung, da möchte ich jetzt nicht mit Paketen oder so anfangen, der hat einfach die Verpflichtung, demokratische Verpflichtung, und da sind wir wieder beim Kapitalismus, es geht ums Geld. Mhm. Ja? Er hat die Verpflichtung, die österreichischen Bürgerinnen und Bürger gut zu informieren, ja, wer tritt zur Nationalratswahl an, was sind die Ziele, wie weit schauen wir in die Zukunft, wer vertritt nach außen, ich bin, wer kommt in den Nationalrat, das ist der Verpflichtung eigentlich der Demokratie. Die Welt ist ja schon ein bisschen verschoben. Mhm. Und sagt bei der Wandel, wir wollen den Kapitalismus bekämpfen, weil es geht im Endeffekt immer ums Geld. Natürlich, aber jetzt... Das ist ja auch eine Bildungsfrage. Finden Sie, das ist jetzt auch eine Bildungsfrage, dass Österreicherinnen und Österreicher wissen, welche Parteien treten zur Nationalratswahl an und welche Macht vertreten ist da denn? Na, das ist mir vollkommen klar, aber ich meine, ich will jetzt nicht von Klagen reden, im Sinne von, dass die Leute da die ganze Zeit das beklagen, dass sie nicht im Fernsehen auftauchen. Ich kenne ja die Schwierigkeiten. Nein, das tun wir auch nicht, haben wir nicht. Es ist so, ich höre das von der KPÖ, ich höre das von den Neos, habe das von den Neos gehört, die werden mittlerweile auch schon besser behandelt. Die Grünen haben sich bislang noch nicht beschwert. Wenn ich noch einmal kurz sagen darf, ja. Das ist ja auch ein Menschenrecht, eine Bildung. Es ist ein Menschenrecht zu wissen, wer ist für unser Wohl verantwortlich. Das ist vollkommen richtig, aber nur um das nochmal anzusprechen. Das vertritt der Wandel, was andere Parteien wollen, das wissen wir, das ist auch der Hammer. Ja, aber ich höre das eben von der... Der Wandel vertritt Menschenrechte. Das ist mir vollkommen klar. Es ist ja, glaube ich, auch ein Menschenrecht, dass eben jeder gleich behandelt in eine Wahl reingehen kann. Die Medienbehörde hat Beschwerden von der KPÖ, glaube ich, auch schon seit den 50er Jahren immer wieder bekommen oder halt die zuständigen Behörden, die damals waren, weil die Medienbehörde gibt es ja in der Form erst seit dem Jahr 2002, glaube ich. Aber es ist eben so, Neos, KPÖ, und viele andere Parteien, zum Beispiel die Bürgerliste Wir in Graz,
Und andere Organisationen, die haben immer wieder beklagt, dass sie eben nicht in diesen Medien, also von den Medien halt entsprechend berücksichtigt werden. Lieste Pilz hat das auch gesagt. Peter Pilz hat einmal in einem Video gesagt, dass genau diese Thematik an sich im ORF-Gesetz klar und deutlich interpretierbar wäre. Und dass im ORF-Gesetz eben steht, dass der ORF alle gleich behandeln muss. Macht er das? Na, würde ich jetzt so nicht sagen, wenn ich Sie wäre, als Journalist. Aus meiner journalistischen Seite her, wir bemühen uns um das Gleichgewicht der Kräfte. Aber wir haben als kleines Medium oft einmal sogar das Problem, dass wir die Großen gar nicht einmal bekommen. Also das ist die andere Geschichte. Ja, ja. Mhm. Oder das andere Ende des Tisches, wenn man so möchte. Und um das nur kurz anzusprechen, die Medienbehörde hat mehrfach Beschwerden diesbezüglich abgelehnt mit der Begründung, dass das dann im Ermessen der jeweiligen Redaktionen liegt. Und da muss man sich natürlich fragen, weil da sind wir dann auch beim Thema Veröffentlichung von Umfragen etc., wo ist sozusagen Berichterstattung und wo hört diese auf und wo fängt wiederum Meinungsbeeinflussung an? Ich glaube, dass auch bei den Umfragen eine gewisse Beeinflussung zugrunde liegt, im Prinzip. Ja? Weil ich habe jetzt hier lange im Land gewohnt, ja? Und ich weiß, die Leute schlagen auf den Wahnsinn. So viele Leute wollen die Partei. Ja? Und wenn sie sich dann nicht gut informieren, und das sind wir bei der politischen Bildung, man kennt ja auch diese Gruppen genau. Ja? Und das finde ich einfach schädlich. Das finde ich schädlich für uns alle. Ja? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen wissen, was stellt eine Partei dar, wofür steht sie, wofür arbeitet sie, was ist sie auch bereit, der Gesellschaft zu geben und zu tun. So zum Beispiel, wie man bei uns lesen kann, wir sagen einen Viertel, wenn wir ins Parlament kommen, was wir uns verwünschen natürlich, ein Viertel unseres Gehalts geben wir in einen Topf für demokratiepolitische Projekte. Mhm. Ja. Ich habe ehrenamtlich für Refugees 5 Jahre, mache ich so wie tausende andere Österreicherinnen und Österreicher, die Arbeit, die der Staat erledigen sollte. Ja? Ja. Für unsere Gemeinschaft. Ich habe verschiedene Parlamentsclubs angefragt, weil da Leute drinnen sind, die meine Arbeit schätzen. Da stelle ich einfach ein Hebel auf, wenn ich sage, das ist sehr leger. Ja? Wir brauchen noch für 20 Studentinnen in der Südsteiermark, die eben das letzte Semester etwa Journeum machen, die eine 80-prozentige Anwesenheitspflicht haben, damit sie das auch abschließen können mit Zeugnis, was wichtig ist nachher für das Weiterstudieren. 2000 Euro gebraucht für die Zugtickets. Da kostet ein Ticket 120 Euro. Wir könnten in der Hebel aufstellen, ganz normal. Und Leute, die 8.700 Euro, die haben da mal 20, 30 Euro rein. Geht nicht. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Sie verstehen, was ich meine. Ja, Umverteilung und natürlich auch Gerechtigkeit. Ja, es kann nicht, wenn ich schaue, was meine Krankenschwester verdient, soll man Krankenschwester streiten? Mehrere Krankenschwestern. Und dann soll man 2 Investmentcenter streiten. Wenn die streiken, dann produziert sie das Geld und Geld. Der tut gar nichts, außer dem Gesellschaftsschaden. Streiten mehrere Krankenschwestern, kann das Leben von Menschen in Gefahr sein. Also ich finde, in diese Relation müssen wir wieder herkommen und darum hat jetzt unsere Spitzenkandidaten über mal 2, ne? Da hat wohl ein Kandidat auch so schön gesagt in dem ZIP-Interview, diese konsequent dabei geblieben. Es geht jetzt nicht einmal, man kann nicht schnell Schusslösungen suchen. Ja? Das machen wir eh schon 30 Jahre, das kennen wir. Es geht einmal die Debatte zu verändern, die aufrichtige Debatte darüber zu reden, das ist das Zukunftsprogramm, welche Schritte setzen wir, dass wir dorthin kommen. Mhm. Das heißt, Sie wären auch zum Beispiel bei der KPÖ
die auch in die Richtung geht, ein Politiker sollte nicht mehr als der Durchschnittsösterreicher verdienen. Also wir haben uns jetzt entschieden, um Viertel unseres Gehalts. Ich kenne das jeden Tag, ich kenne das von der SPK, ich kenne die Chefs deren Arbeit. Ja. Wir haben da ein bisschen ein anderes Konzept. Unser Konzept ist das, ein Viertel unseres Gehalts zu bezahlen. Ich finde toll, muss ich jetzt dazu sagen, auch gerade bei der SPK, die jahrelang super Arbeit macht. Ich finde, dass politische Personen die hohe Verantwortung tragen, wenn sie sie aufrichtig. Da wiederhole ich mich immer wieder. Ja, und zum Wohle der gesamten Gesellschaft machen, dann stört mich das nicht, wenn sie gut verdienen. Aber es stört mich, wenn eine Krankenschwester oder eine Lehrerin oder Friseurin, die genau auch eine extrem wichtige Arbeit für die Gesellschaft zu wenig verdient. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man einer Stadträtin das Geld wegnimmt, sondern ich bin dafür, dass man die Wertschätzung auch auf materieller Ebene einer Krankenschwester, einer Lehrerin hat. Nur kurz für die Zuschauer aus den, und Zuhörer aus den Bundesländern oder aus Nicht-Österreich, Elke K. ist ihres Zeichens Verkehrsstadträtin aktuell in Graz und als kleines regionales Phänomen ist die KPÖ in Graz eine Partei mit Regierungsverantwortung. Die hat nämlich hier in der steirischen Landeshauptstadt 20% und im Landtag etwas mehr als 5% der Stimmen jeweils bei den letzten Wahlen bekommen. Das schaut österreichweit ein bisschen anders aus. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gesprochen. Jetzt müssen wir weiterkommen. Wir kommen jetzt zu Ask Me Anything. Das heißt, jeder kann sich sozusagen alles fragen. Unsere Zuseher haben mir das sogar heute am Mittagstisch schon gesagt. Ich habe heute einen Leser getroffen, hat mir auch eine Frage gestellt, die kommt dann später. Ich fange jetzt mit Alfons Honkler an, der hat, das ist aber nicht der echte Name, sondern nur ein Nickname. Ja. Der hat mir das via Discord geschrieben, das ist ein Chatprogramm und es gibt einen Inside Politics Discord Chat. Und da hat er in unserem AMA-Kanal geschrieben, Wandel, kannst fragen, wann sie glauben, dass das Meme, was ihre Partei ist oder darstellt, stirbt. Also wie lange wird es den Wandel noch geben? Das ist ein Wandel, das wir glauben. Wir sind bekannt für Mut, für lange Warten und für Konsequenz. Und nachdem wir jetzt schon arbeiten, ohne Geld dafür zu kriegen, also den Wandel wird es so lange geben. Ich verstehe. Die nächste Frage kommt von Green Maniac. Was halten Sie von der Expertenregierung? Und wenn die weiterhin so gut arbeitet, könnten Sie sich vorstellen, dass man das weiter fortsetzt, also eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament? Ich glaube, so wie vielen Österreicherinnen geht es mir gleich, dass die Expertinnenregierung jetzt das irrsinnig angenehmer finde, weil man endlich mal ins Arbeiten übergeht, also besonders der Minister Jaberon und zum Beispiel die Bundeskanzlerin und so, die arbeiten die Leute jetzt, ja. Das ist jetzt nicht wie vorher. Vorher ist es um selbst präsentieren gegangen, wer best wen, wer hätte noch gegen wen. Jetzt haben wir Arbeitsregierung. Allerdings muss ich sagen, bin ich nicht dafür, dass man die Expertinnenregierung behält, weil es entgegen jedem demokratischen Prozess. Es ist keine gewählte Regierung. Ich bin sehr glücklich, dass wir sie haben. Aber ich finde es gut, dass die Österreicherinnen und Österreicher jetzt wieder eine neue Regierung wählen. Das ist ja kein Menschen, die jetzt Angst davor haben, dass diese gute, angenehme Zeit wieder weggeht, die sollen doch bitte das wählen, dass es auf der Ebene einer Expertenregierung bleibt. Ich verstehe, also das heißt, Sie würden dann Experten in die Regierung entsenden würden. Es gibt ja mehrere Alternativen, ja. Ja. Aber ich bin jetzt persönlich schon extrem angewidert von der Ex-Regierung, weil dieses, also wieder Hetze und Hass, was manche SPÖ-Politikerinnen sich leisten. Sie haben ja gesagt, sie wollen kurz noch über politische Kultur und Unkultur sprechen. Ja. Also ich finde, eine politische Person hat den Auftrag, ein Vorbild zu sein.
Und ich meine, ich war in Niederösterreich, Menschenrechtsaktivisten in Pfaffenhofen. Mit der Landesverwaltung über Menschen spricht, das ist untragbar. Und gibt es noch genug letztlich auf den Punkten. Ja? Also ich verstehe, dass die Menschen die Expertinnen und Regierung gern mögen. Es ist eine große Erleichterung jetzt, aber gemäß dem demokratischen Prozess, den wir haben, ist es wichtig, dass wir jetzt wieder wählen. Ich habe jetzt beim ORF Sommerkabarett zuletzt mal eine Vorführung von Sebastian Schäuber von den Hektikern, der ist ja mittlerweile Solokünstler, gesehen, und er hat da unter anderem präsentiert die Top-Wörter auf Google, die in den jeweiligen Bundesländern gesucht werden, und in Niederösterreich war es kurioserweise Exil. Genau. Also, ja, manchmal auch drüber, aber das ist sehr traurig. Ja, sehr, sehr traurig, weil ich finde, wir müssen uns auch als Gesellschaft einmal fragen, was das verschleucht ist. Weil viele Menschen leben einfach noch nach dem Prinzip, okay, der erlebt uns das Wort, der darf das, dürfen wir auch. Und ich finde, das erste, der allererste Auftrag, den eine politische Person hat, ist Friedensarbeit. Da gibt es jetzt dann verschiedene Zugänge und das ist auch demokratisch und das ist auch gut, aber Friedensarbeit muss für jede politische Person der erste Auftrag sein. Ich verstehe, und natürlich Frieden wünschen wir uns, glaube ich, grundsätzlich alle. Dann nochmal von Alfons Honkler. Ja. Würden Sie lieber gegen 100 SPÖ-große ÖVPs kämpfen oder antreten oder gegen eine ÖVP-große SPÖ? Ich sehe das mit der Wahlkampf jetzt überhaupt ein bisschen anders. Ja? Ich denke, ich schaue nicht so viel, was die anderen machen. Und das tun wir nicht als Wandel. Natürlich müssen wir das politische Geschehen beobachten, aber wir sind stark genug, wir lassen uns nicht treiben von einer großen oder kleineren oder größeren SPÖ oder ÖVP oder FPÖ, sondern wir vertreten stark unser Programm. Wir versuchen, das den Menschen näher zu bringen. Wir merken das auch, wenn wir in Gespräche kommen, dass die Leute sich mit diesen Gedanken wirklich dann auch beschäftigen. Wir haben es auch in der Wahlkabine gesehen, es haben uns sehr viele Menschen geschrieben, Nahwandel kommt bei mir an erster Stelle, war meine Antwort darauf, weil wir eigentlich darüber reden, was die Menschen sich im Innersten wünschen. Wie viel Mut sie jetzt haben, ja? Weil es wird ja auch selbst von linken Parteien, denen erzählt wird, nicht den Wandel, eine verlorene Stimme kennen wir ja. Aber ja. Also wie stelle ich nicht die Frage, gegen wen trete ich an, sondern wie gut können wir uns als Wanderer mit der Gesellschaft, mit den Menschen verbinden, dass das auch verstanden wird und dass die Leute uns kennenlernen, ja, und unser Programm kennenlernen. Noch, ich finde das Wort Wahlkampf auch besser, ehrlich gesagt. Ja, es soll Kampf sein, es soll dahingehend sein, dass die aufrichtig für eine gute, bessere Gesellschaft, für eine friedliche Gesellschaft, für eine gerechte Verteilung stehen. Das ist das Zukunftsthema, gerechte Verteilung. Ja. Gregor Gysi hat das einmal angesprochen, das war glaube ich das letzte Mal, als er Spitzenkandidat für die Linke in Deutschland war, da war er bei NTV eingeladen und er hat dann eben gemeint gehabt zu den drei Redakteuren, die ihm gegenüber gesessen sind, ja, das ist ja jetzt so 3-1, also sie gegen mich, und der leitende Redakteur hat daraufhin gemeint, Sie haben das missverstanden, Herr Gysi, wir sind mit Ihnen und werden jetzt mit Ihnen die nächste halbe, dreiviertel Stunde eben reden. Also ich glaube schon auch, natürlich, es gibt die kritische Aufgabe des Journalisten, aber es gibt, glaube ich, auch sozusagen den begleitenden Faktor, auch was die Konkurrenz anbelangt. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Demokratisch gesehen finde ich es auch so, ich meine, natürlich möchte ich jede Partei, dass die Menschen von ihren Sachen erfahren, das ist ganz klar, aber gerade auch nach der Regierungsbildung oder auch während der Regierungsbildung noch fast dann auch sehr wichtig, ja. Das stört mich auch als Bürgerin, weil ich war ja lang Bürgerin, ja. Jetzt bin ich politische Position, ja, bei Zivilgesellschaft politisch bin ich immer noch NGO, ja, also das ist auch etwas, was ich gerne öffnen möchte in den
im Herzen der Menschen, dass man nämlich das verbinden kann. Als Bürgerin muss ich sagen, erwarte ich mir, jede Partei, die Stimmen kriegt, wurde von jemandem gewählt. Diese Menschen wünschen sich, dass sie vertreten werden. Also haben die Parteivertreter, die hier Diskussionen führen, die Verpflichtung, mit den anderen dazu zu sprechen und gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Das wird ja auch vollkommen hart sein. Schwierig wird es natürlich dort, und das ist auch die nächste Forderung, die wir stellen oder die wir uns erwarten. Demokratie hat ja Grenzen. Ja, jetzt, das ist mal ein Einzelfall da, ein anderer dort, ich habe nicht gewusst, mit wem. Demokratie hat ihre Grenzen und die müssen auch ganz klar eingehalten werden. Und wenn die eingehalten werden, ist jetzt meine persönliche Meinung, ich spreche jetzt nicht den Wandel, aber ich bin mir sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen mich jetzt auch so unterschreiben. Aber wenn ich die Grenzen einhalte und auch strikt einfordere, ja, dann habe ich die Möglichkeit, demokratisch, dass die Parteien miteinander, die vertretenen Menschen in unserem Land, gute Lösungen gemeinsam arbeiten. Das verstehe ich. Das hat niemand gemacht. Ich meine, die letzten eineinhalb Jahre war es so, das kann man ganz klar sagen, weil das ist ja öffentlich einsehbar. ÖVP und FPÖ haben sozusagen alles beschlossen, ja. Und alle anderen Menschen, die sich von irgendjemand anderem reden lassen wollten, sind einfach zu kurz gekommen. Ja gut, aber das war ja unter SPÖ und ÖVP-Regierung auch nicht viel anders. Finde ich eben auch nicht gut. Da appelliere ich an die politischen Personen, und habe ich gesagt, die Privatpersonen. Ja, natürlich. Ja? Ich verstehe, was Sie meinen. Demokratisch. Ja. Und das ist, und jetzt wünsche ich mir auch sehr, dass der Wandel ins Parlament kommt, weil das hat mit Bildung zu tun. Weil die Politik, der Herr Kurz hat uns erzählt dauernd, er macht das, oder die Kicke, er macht das mit den Abschiebungen, was die Mehrheitsbevölkerung möchte. Was ich erstens nicht glaube, die Mehrheitsbevölkerung weiß gar nicht, was es bedeutet, nach Afghanistan abgeschoben zu werden und hat überhaupt keinen an die Flugzeuge starten und dann dort und so. Aber das ist deren Reden, ja? Was die Mehrheitsbevölkerung möchte. Ja? Und darum möchte ich, dass der Wandel ins Parlament kommt und gemeinsam mit anderen Fraktionen einfach das Thema Bildung angeht. Weil wenn die Menschen gebildet sind, und da ist auch politische Bildung genauso wichtig wie eine Erstensbildung, ja, ist auch für ein gutes Zusammenleben wichtig. Und das kann man ernst nehmen. Ich bin Mutter von zwei Kindern, ich weiß, wie es geht. Ja, ja, und das haben Sie jetzt auch schon öfters angesprochen. Ja, weil es mir so wichtig ist. Das verstehe ich, ja. Das ist mir so wichtig. Ja. Weil jetzt in Facebook, ich habe einen sehr regen Account, da schreiben die Leute nach furchtbar, diese Menschen, die alle hetzen und so. Keiner fragt sich, und das tut der Wandel, die Ursache. Natürlich ist es jetzt so, ja, aber ja, wo liegt die Ursache? Das ist richtig, und ich muss aber jetzt wirklich weitermachen. Ich habe da noch eine Frage von 1, der hat letztens schon mal das angemerkt, er hat aktuell ein bisschen ein Problem mit der GIS. Die haben nämlich ihm vor eineinhalb Jahren, als er in seine neue Wohnung in der Nähe von Graz gezogen ist, einmal besucht, dann hat er ihm den Fernseher gezeigt, der funktioniert aber nicht mehr im Sinne von empfangsfähig unter DVB-T und so weiter. Kann also eigentlich kein ORF-Programm mehr empfangen und kann generell keine Programme mehr empfangen, wie auch immer. Jedenfalls war es dann so, dann hat er nochmal einen Anruf bekommen, hat ihm das noch einmal erklärt, weil er nur das Radio angemeldet hat, und jetzt hat er einen Brief bekommen, wo er unter Wahrheitsaussage sozusagen, also Wahrheitspflicht aussagen muss, dass er kein empfangsfähiges Gerät bei sich zu Hause hat. Und er hat sich dann erkundigt. Es gab etliche Fälle, wo das schon der Fall war, wo dann die GIS gesagt hat, man müsse doch bitte ein Gutachten einbringen von einem Fernsehtechniker oder einschicken, der bestätigt, dass das Gerät nicht mehr empfangsfähig ist. Daher die Frage von 1, sollen in Zukunft GIS-Kontrolleure eine elektrotechnische Ausbildung nachweisen müssen, wenn sie sonst nicht in der Lage sind, die Dinge zu kontrollieren, die sie kontrollieren sollten?
Naja, mein Detektivkontrolleur, das ist ja ganz ein eigenes Problem, das zu bezahlen. Bei der Detektivkontrolleur, da muss ich ja gar nicht in meine Wohnung lassen. Ja, genau. Aber Ja, also das ist jetzt ein bisschen die Frage. Also ich hake zum Beispiel ganz kurz ab, also verpflichtende Rundfunkgebühren abschaffen natürlich nicht. Ja? Also wir wissen einfach, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Sender ist, wo Journalistinnen noch halbwegs frei berichten können. Ja? Also das, ja, dann. die Unabhängigkeit des ORFs, soweit er noch besteht, ja, aber das ist halt auch wieder, aber prinzipiell keine Abschaffung dieser Gebühren. Ich finde, ich glaube, es gibt sogar in der Südsteiermark zum Beispiel so Busse, die fahren da mit lauter Antennen herum und die lässt das schon, ob du einen Fernsehempfang hast oder nicht. Diesen einen speziellen Fall, den kann Juristin. Aber ja, ich finde, es müsste üben, wenn man einfach Auskunft gibt und sagt, ich habe keinen Fernseher, ne? Dann zahle ich für ein Radio. Aber prinzipiell GIS-Gebühren abschaffen und die Ausbildung, ich meine, das ist jetzt die Frage, was nützt es den GIS-Kontrolleur, die Ausbildung, wenn die nicht zu finden ist. Naja, dass manche tun ja mit Nachdruck arbeiten, da gibt es zwar einige Geschichten bis hin, dass der Schwager Polizist ist und da mithilft bei der Hausdurchsuchung und solche Geschichten. Also da habe ich schon einiges gehört. Na, das ist natürlich eine Geschichte. Ja. Ja. Also man muss ja rechtlich ein GIS-Kontrolleur, ich weiß nicht, wie die heißen, gar nicht zulassen. Das glauben viele, das muss man nicht. Ja. Ja, da kann man, also das ist überhaupt, also da sind wir jetzt schon wieder beim Thema politische und rechtliche Bildung, weil das wissen ja viele Leute. Jetzt steht jemand mit einem kleinen Ausweis vor der Wohnungstür, machen viele Leute gleich auch aus Angst. Ja? Aber also. Das, ja, es ist aber zum Beispiel so im konkreten Fall, da habe ich das Schreiben dann vorgelesen bekommen und da war es dann auch so, das habe ich aber sicher jetzt aber kontrolliert auch, muss ich auch gleich sagen, wegen Quellen, wegen der, wie es so schön, Quellenüberprüfung, dass nämlich tatsächlich die GIS das Recht hat, dann über die Bezirkshauptmannschaft im Zweifel noch einmal hier eine Untersuchung einleiten zu können und dann würde die Bezirkshauptmannschaft halt im eigenen Haus auftauchen. Da muss ich sagen, ist das nicht eine Frage, die eine Juristin oder Jurist beantworten müsste? Also ja. Ob ich das jetzt beantworten kann, ob das jetzt möglich ist oder nicht, ich kann das nicht beantworten. Naja, Sie als zukünftige Politiker können ja beantworten, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht. Nein, bin ich nicht damit einverstanden, dass ich dies in die Haushalte gehen kann, nein. Okay. Gut. Dann abschließend von den User-Fragen noch zwei Fragen. Erstens, was halten Sie vom Thema CO2-Steuern und wie soll das sozusagen in Österreich umgesetzt werden? Das hat auch nochmal Alfons Honkler gefragt. Also ich finde, alleine über die CO2-Steuern zu reden, das ist für mich nicht genug. Ja? Weil ich finde, und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es wird ja wieder nur Symptombekämpfung. Ja? Ich finde, es muss ein ganzheitliches Programm her. Ja? Natürlich bin ich für eine CO2, also sind wir vom Amt eine CO2-Steuer. Die hilft einfach, dass man jetzt mal die echten Kosten der Produktions- und Lebensweise kennt, ja? Und auch transparent macht. Ja? Wichtig, sagen wir, ist dazu, sie so zu staffeln, dass jetzt nicht private Haushalte überproportional belastet werden und die tatsächlichen Verursacher sich wieder freikaufen können. Ja, also das ist genau unser Thema, ja, die gerechte Verteilung. Braucht es da auf EU-Ebene eine gemeinsame Politik, zum Beispiel Strafzölle oder eben eine gemeinsame CO2-Steuer überhaupt von der EU aus? Ja, im Endeffekt braucht man das, das ist klar. Ich meine, aber das wissen Expertinnen und Experten, die mit diesem Thema sich beschäftigen, noch besser als wir beide. Ja, ja, natürlich. Im Endeffekt braucht es. Ja. Das ist jetzt natürlich bei den Wahlen immer das Problem. Keiner will etwas aussprechen, auch im Flüchtlingsbereich. Ne? Niemand will etwas aussprechen, was irgendjemanden zur persönlichen Verantwortung auch könnte oder wo man persönlich quasi betroffen ist. Da fordere ich bitte alle Zuhörerinnen jetzt freundlich auf, nachzudenken. Es ist
unsere Welt, es ist unser Land. Wir machen das, wir gemeinsam, für die nächste Generation. Da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und da können wir jetzt sagen, nein, das kann ich mir nicht leisten. Natürlich hat die Politik dafür zu sorgen, dass jetzt nicht schon wieder die Ärmsten der Armen oder die Mittelschicht am meisten belastet ist, sondern wirklich die Konzerne und die Verursacher. Ja? Aber im Endeffekt müssen wir alle irgendwie, einen Beitrag leisten. Es wird nicht anders gehen. Mhm. Das traut sich natürlich niemand aussprechen. Ja, ist klar. Gut, und eine letzte Frage von einem Leser von mir, den ich eben heute getroffen habe. Der hat sich kurz ihr Medienprogramm durchgelesen und dann hat er zu mir gesagt, sind Sie gegen die Wand gerannt und kann man die Abdrücke noch sehen? Was? So unhöflich. So unhöflich, ja. Ich sage es ganz offen. Es ging darum... Ich muss ja jetzt speziell bitte was sagen, ja? Ja. Also ich finde so eine Diskussionsform, und das meine ich ja mit politischer Kultur und Unkultur, ja? Weil, also so sollte man ja nicht miteinander reden, aber die sind doch gerne meine E-Mail-Adresse, also ich kann es gleich sagen, dorf.lanke@derwandel.at, und er soll mir bitte anschreiben, welche konkrete Frage er hat in einer höflichen Form. Mhm. Okay. Bitte. Nehme ich auch zur Kenntnis, aber ich habe es auch vorher vorgewarnt im Vorgespräch, das ist eine Arme. Nein, ich bin ja gar nicht beleidigt. Ja. Ich denke mal, wenn er wirklich was wissen will, dann bringt er sich, und wenn wir im Austausch kommen wollen, oder es kann ja auch sein, dass er Argumente hat, wo ich sage, ja, das hat auch seine Richtigkeit. Aber nur zu fragen, sind Sie gegen die Wand gerannt, was ist das für ein Dialog? Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Kann ich gar keine Antwort darauf geben, weil ich bin ganz quietschvergnügt und telefoniere mit Ihnen und niemand von uns ist gegen die Wand gerannt. Nein, ich heute noch nicht und tatsächlich habe ich gestern sogar aufgepasst in einem Lokal, dass ich nicht gegen die Wand meinen Kopf in der Toilette schlage. Das ist mir nämlich explizit in diesem Lokal aufgrund einer niedrigen Kante schon mal passiert. Oje, aber ich verstehe, was ich sagen möchte. Der andere hat ja nichts Konstruktives. Ja, ja. Ja. Nein. Also, wenn er wirklich Interesse hat, kann er mir oder auch an konkret gerne schreiben. Und dann kann man ich versuche das jetzt ein bisschen zu neutralisieren, um gleich die Antwort rauszuholen. Konkret ging es eigentlich darum, dass eben Medien in Zukunft nicht mehr gewinnorientiert sein sollen, sondern dass das eben Vereine oder Stiftungen sein sollen. Mhm. Die und ich kann jetzt dann nur unsere Meinung vom Wandel dazu sagen, wir stehen natürlich hinter dem. Ja? Mhm. Weil solange es auch dort nur um Profit geht, werden nur die profitieren, die am meisten Geld hineinstecken können. Okay. Und ein Medien, also die Presse, Medien und so, das ist für die Allgemeinheit da. Das ist jetzt, und wenn man sieht, geht dann bei gewissen Medien, was da rauskommt, denen darf man das nicht. Ja? Mhm. Aber wenn ich da in der ganzen Stadt den Papiermüll habe nach dem Wind, ja? Weil da lauter Blätter herumfliegen, wo eh nur Hetze und Hass und, also Entschuldigung, ja. Also kann ich nicht, also ich finde, Medien sind für die Allgemeinheit da, müssen ein gewisses Niveau, eine Information erfüllen, ja. Und wenn es dann nur um Pushen geht und wer hat das meiste Geld, eben wieder um Kapitalismus, dann setzt sich der durch, der das meiste Geld hat und nicht unbedingt der, der es am besten gemeint hat. Oder vielleicht Unternehmer, die dann halt Parteien pushen. Genau. Mhm. Danke, dass Sie das gesagt haben. Ja, ist nur meine persönliche Meinung und nur Inside Politics nimmt. Ich habe ja erlebt, ich bin ja. Video, ja, alles ist klein und ich sehe da zum Beispiel von einem jungen Mann, man tut mir auch leid, menschlich, weil ich glaube 18 oder was geht, das so ein Video rum. Nein, das ist ja nicht der, also den wir kennengelernt haben und der war bei uns, der hat mit uns freundlich ein Bier getrunken. Die Tragweite dieses Videos, ja. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Die Politik hätte darüber sprechen sollen und explizit darüber, dass Österreichs Politiker, und das war nicht irgendjemand, das ist ein Vizekanzler, ja, überhaupt solche Dinge in den Mund nehmen. Und in welchem Zustand, da bin ich mir jetzt egal. Ja. Mhm. Aber es war dann die Hauptdiskussion, wer hat produziert, wer wollte den anpassen. So weit sind wir in unserem Land und das finde ich
schockiert. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Gut, damit schließe ich diesen Teil und wir kommen jetzt sozusagen zum vorletzten Bereich, nämlich da geht es auch um die Berichterstattung, die über den Wandel gemacht wird oder halt Eindrücke, die ich gelesen habe zum Wandel. Sie sprechen es selber an, der Wandel ist jetzt seit 7 Jahren auf der politischen Ebene aktiv. War auch nicht immer alleine bei Wahlen, sprich es gab Kooperationen mit der Piratenpartei, mit den Kommunisten über die letzten Jahre. Da fallen mir zum Beispiel ein Europa anders 2014 oder 2015 Wien anders, wenn ich mich jetzt nicht irre. Warum treten Sie diesmal alleine an? Warum tritt man diesmal alleine an? Weil es war erstens einmal die Zeit zu kurz, dass wir ein gutes Bündnis schließen, weil die Unterschriften, also Unterstützungserklärungen sammeln, da hat man quasi 2 Tage später dann schon das anmelden müssen, also die Zeit war einfach zu knapp. Und dann finden wir, dass der Wandel stark genug ist mittlerweile, dass er selber zu einer Nationalratswahl antreten kann. Das hat man auch gesehen, anhand, dass man die Unterstützungserklärungen bekommen hat. Mhm. Es sind die 2 Gründe. Und das andere, was ich gesehen habe, ist, es gibt Leute, die sagen, der Wandel ist doch eigentlich nur noch eine weitere linke Partei. Das kann ich sofort. Also das kann ich sofort dementieren. Eine weitere linke Partei nicht. Das ist die progressivste linke Partei. Ja? Weil es, wenn man jetzt die politische Landschaft verfolgt, dann stellen sich auch viele Linken früher jetzt, wie wir nicht angetreten sind, die Frage, gibt es überhaupt noch Linke? Mhm. Ja, und also wir sind die progressivste linke Partei, wir arbeiten wirklich mit einem Zukunftsprogramm, wir haben ganz klare, wir lassen uns nicht irgendwelchen Konzernen oder Lobbys oder wir sind mutig, ja, also es ist nicht eine weitere linke Partei, es ist eine die progressivste linke Partei, die auch wirklich mit neuen, und das kann man nachlesen, Gesprächskultur verändern, Ursachenbekämpfung. Wer spricht von den anderen linken Parteien über Ursachenbekämpfung? Ich wiederhole mich, wir würden nicht antreten, wenn andere linke Parteien ihre Arbeit gut gemacht hätten. Ja, Sie sprechen, Sie sprechen vom asiatischen Grundsatz, also Feng Shui, Buddhismus etc. ist ja egal, wo man das liest, Ursache und Wirkung. Ich möchte es nicht mit Feng Shui verletzen, weil dann heißt da, die haben da eine Politikerin oder was, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Na. Aber im Prinzip ist es so, auch im Geschäftsleben. Ursache und Wirkung ist klar und so ganz klar kann ich sagen, aus meiner Erfahrung aus den letzten 5 Jahren mit der Arbeit mit Flüchtlingen und dann jeder Platz ist Ökonomen und ganz viele Menschen, die hier beim Mann mitreden, sehr, sehr gescheite Leute auch, die glauben das alle, es ist eine Politik der Symptombekämpfung, das kann man ja auch, das sieht man ja auch, das ist ja nichts, was wir Neues erzählen. Und wir sind eine progressive Linke, wir reden nur von Ursachenbekämpfung. Mhm. Also, diese so eine weitere neue linke Partei, da muss ich schmunzeln. Ja. Ja. Weil es in diesem Gespräch sehr selten jetzt vollkommen ist, wir sind einfach so, dazu nicht wirklich gekommen, möchte es jetzt aber trotzdem noch reinbringen, auf vienna.at, die sich mit ihrem Wahlprogramm sehr intensiv beschäftigt haben, steht, ja. Zu den Kernforderungen der Partei zählt außerdem eine radikale Umweltpolitik. Müller fordert den Ausstieg aus... Bei der ÖVP oder wo? Nein, bei vienna.at, also bei ihrer Partei. Also, okay, noch einmal, in dieser Rubrik geht es darum, ich konfrontiere Sie auch mit Berichten über Ihre Partei. Ja. Also, zu den Kernforderungen der Partei zählt außerdem eine radikale Umweltpolitik. Müller fordert den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis 2030, den Ausbau von Öffis auch in ländlichen Gebieten und die Umstellung der Landwirtschaft auf regionale und biologische Produktion. Ja.
Wir müssen nicht aus allen Teilen der Welt Nahrungsmittel um die Welt schiffen, Ja. nur weil wir zu jeder Saison zum Beispiel Erdbeeren haben wollen. Ja. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Absolut dahinter, ist klar. Wenn man ein bisschen eingeht auf die Themen, ja, sofort weg von fossilen Brennstoffen. Es ist gerade natürlich, das sagen die Politiker nicht gerne, weil, und die Politikerinnen, weil nicht sofort weg, ja, weil da geht wieder Debatte, da geht es jetzt um Rentnerinnen, ja. Da heißt es dann wieder mal, wir haben einen Siebenkachelofen, wir haben einen Schwedenofen, wie man sagt das aber so, wir haben eine Ölheizung, die ja auch noch irgendwie gefördert wird, ja. Also, es ist, man kann sich jetzt überlegen und braucht man das Progressive. Irrsinnig viele Leute jubeln jetzt den Fridays for Future zu und wissen, dass diese Kinder und Jugendlichen Recht haben. Ja, das müssen wir jetzt in die Tat umsetzen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich meine, ich habe 25 Jahre in einem alten Bauernhaus gelebt, ich habe meinen Kachelofen geliebt oder meinen Schwedenofen, ja. Ich hätte ihn gerne in die Stadt mitgenommen. Aber wenn ich weiß, dass, wenn alle Menschen das machen, das schadet der nächsten Generation, das kann tödlich sein für die nächste Ja, die Generation. ganze Rußpartikelbildung, das niedrige Verbrennen vom Holz, weil da wird ja nur mit 700 Grad verbrannt und so weiter. Das sind ja durchaus umweltschädliche Probleme, die da mitkommen. Entschuldigung, ich bin nur ganz kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ja. Darf ich den letzten Satz noch einmal hören? Also, ja, es geht ja darum, Sie sprechen das Thema mit der Holz. Okay, gut, Sekunde. Ja, Da habe ich jetzt das auch. sind Themen, das ist Ja. natürlich für jeden, jeder, der unterm Land heizt, und viele Menschen so. Ja? Ja. Öl, Holz, weg von fossilen Brennstoffen, Windräder, man muss das machen. Das wissen doch auch alle politischen Personen. Die wissen es. Und da geht es ja wieder um die Großkonzerne, da geht es wieder um die Großverdiener, um die Kapitalisten sozusagen, die einfach mitschneiden wollen und sich bereichern wollen. Man muss jetzt wirklich radikale Umweltpolitik machen. Ich meine, wir reden darüber, dass der Amazonas brennt. Ja, das ist ein Wahnsinn, das ist dramatisch, aber die Schäden, die sind in Europa genauso dramatisch wie überall anders. Ja. Also die Zeichen stehen quasi 5 nach 12. Aber Und ich grundsätzlich ist denke, ja. wir können jetzt nicht unseren. Die Wahrheit ist zumutbar den Wählerinnen und Wählern. Na, Die Wahrheit ist zumutbar. das ist mir schon Das klar. ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel in Österreich die Rede davon ist, wir haben so viel Wald wie noch nie, oder Wald wird in Ja, Österreich. massive Aufforstung fordern wir. Ja, Massive die gibt Aufforstung. es ja schon in Österreich, nur anderswo wird dann das Holz importiert, was in Österreich nicht geschlägert wird. Da muss man sich jetzt, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, man muss sich Gesamtkonzepte überlegen. Europaweite Gesamtkonzepte. Ja? Also ich glaube, jeder Staat hat Verantwortung, aber wir haben auch als Europa eine riesengroße Verantwortung. Und wir müssen da Gesamtkonzepte uns überlegen, ja? Und die konsequent verfolgen. Auch wenn es jetzt viele Leute im Moment nicht unbedingt freut. Ja, Aber es ist einfach wichtig. ist klar. Gut, dann kommen wir aber zum Abschluss Ja. einer Wordweb-Runde und danach eben das, wie vorher schon angesprochene, den letzten Teil mit der 30-Sekunden-Frage. Ich komme jetzt zum Wordweb und den kurzen Fragen. Facebook verstaatlichen. Ja, unbedingt, weil Mark Zuckerberg hat, also der hat seine Macht nicht mehr aus und das als einem Mensch alleine gehört, kann es nicht sein. Ja, also das sollte eine Gemeinschaft sein, die Rechte und Pflichten hat, aber nicht einer einzelnen Person. Freda Meissner Blau. Wunderbare Person, großartiges Vorbild. Flüchtlingskrise. Das war eine politische Krise. 9/11. Da habe ich einen persönlichen Bezug zu.
bezogen, muss ich sagen, also das beantworte ich jetzt menschlich, nicht politisch, dass mein Sohn ins Wohnzimmer gekommen und hat das gesehen und er war noch sehr klein und er erinnert sich noch heute an, also schrecklich. Wobei natürlich für die Hintergründe und so müssen wir jetzt separat diskutieren. Klimakrise. Unbedingt mehr als ernst zu nehmen und sofort radikal anzugehen. Ibiza. Großes Verschulden von unserer Generation. Ibiza. Nicht akzeptabel. Eine Schande für österreichische Politik. Klarnamenpflicht im Internet. Nein. Ist auch eine Antwort. Und Sebastian Kurz. Machtbewusstsein, fehlende Herzensbildung, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber meiner Meinung nach gestörte Persönlichkeit. Das ist Ihre Meinung und das habe ich, ich auch an der Stelle jetzt noch gesagt. Ja. Und damit kommen wir zum wirklich letzten Punkt. 30 Sekunden, warum soll man den Wandel und Sie, Dora Blanke, wählen? Erste Antwort, es geht nicht um die Dora Blanke, es geht um die Gemeinschaft der Wandel. Wir sind sehr viele. Ja? Warum soll man den Wandel wählen? Weil wir wirklich ernsthaft für die nächste Generation ein schönes Programm haben, dorthin arbeiten, konsequent schon seit Jahren, jeden Tag. Wir keine Symptombekämpfung machen, sondern Ursachenbekämpfung und wir auch den Mut haben, das auszusprechen und anzugehen. Und das ein der einzige richtige Beitrag ist für die nächste Generation. Es geht nicht mehr mit Lügen und Beruhigen und keine Wunden stopfen. Es muss wirklich bei den Wurzeln angefangen werden, verarbeiten. Dann sage ich danke fürs Gespräch und, danke vielmals und wünsche Ihnen viel Glück für den Wahlkampf. Ich glaube, Sie werden es brauchen. Ja, ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Danke auch für die Zeit, die Sie uns eingewandt haben. Bitte gern. Danke, auf Wiederhören. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.